Servus, liebe Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich nehme heute übrigens zum allerersten Mal mit einem neuen Programm auf. Das wurde mir empfohlen von Martin, der hat gesagt, guck doch mal dir den MSI Afterburner an. Andere nutzen das auch. Also das jetzt hier die erste Testaufnahme sozusagen mit dem neuen Programm. Sag mir mal, ob da qualitativ sich was verschlechtert hat. Ich habe jetzt mal die Einstellung so genommen, wie ich persönlich denke, dass es okay ist. Falls das nicht so gut ist, sagt mir, wie gesagt, in den Kommentaren kurz Bescheid. Dann können wir das noch ein bisschen anpassen. So, wir sind hier jetzt erstmal bei der Ernte. Das heißt, wir werden hier jetzt also die Zuckerrüben einfahren. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das das gewesen ist, was der junge Mann hier im Kommentar meinte mit Rübenroder. Wenn ja, freut es mich, dass wir ihn schon haben. Wenn nein, bitte nochmal eine kurze Info darüber. So, während der weiterläuft, kümmern wir uns hier, wie wir ja in der letzten Folge schon gesagt haben, erstmal um unsere Kühe weiter. Ach, apropos Kühe, dann können wir auch gleich die nächsten Folgetierchen kaufen. 311, das ist ja schon Wahnsinn. Also, das will ich übrigens beim LS15, ich wurde da korrigiert, der heißt ja LS15, nicht 2015, wurde ein bisschen Americanisiert. Und ja, da klingt LS15 besser als LS2015 oder so, ne? Also ihr wisst, was ich meine, Spaß beiseite. Ja, und wie gesagt, da möchte ich das auch so durchziehen, da möchte ich mal auf alle Fälle, am besten auf der neuen Map vielleicht sogar, in jeder Folge ein Tier kaufen, damit wir auch immer mal so schön sehen, wie groß die Herde wird und auch sehen, ja, wie weit wir kommen. Also wir haben ja jetzt schon einige Folgen, ich habe mir das mal grob überschlagen. In Summe seid ihr ja richtig super treue Zuschauer. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank, denn alles in allem haben wir bisher 800 und ein paar zerquetschte Folgen zusammen schon hier durchlebt. Ja, das finde ich richtig toll, da bin ich richtig stolz auf euch und ihr seht, es macht mir immer noch Spaß wie am ersten Tag. Ja, es sind natürlich viele Sachen, ja, die sich immer wieder wiederholen, aber ich sag mal, wir werden uns ja auch hier noch ein bisschen erweitern und noch ein bisschen verbessern. So, und jetzt bin ich gerade ein bisschen stutzig. Wow, 344.000 Liter und immer noch keine 6 Tage. Wuff-di-wow. Also ich denke mal, da kommt noch einiges zusammen. Nun gut, aber immerhin, wenn wir das jetzt einmal durch haben, brauchen wir uns da keine Sorgen mehr zu machen. Dann haben wir da erstmal ein bisschen Ruhe für die Kühe. Silage sollten wir uns auch noch drum kümmern. Das heißt, da wäre vielleicht jetzt mal eine Maßnahme, vielleicht jetzt die nächste Fuhre erstmal ins Silo zu packen, dass wir auch da ein bisschen Vorrat haben. Nicht, dass auf einmal unser Gras weg ist und wir haben dann ja, keine Reserven mehr sozusagen. Das wäre ein bisschen blöd. So, und auch hier wurde ich nochmal drum gebeten. Cockpit-Ansicht, ja, ist ja ein altes Thema. Fahre ich auch jetzt mittlerweile doch ganz gerne. Bin mal gespannt, wie das dann im 15er wird, wenn wir also hier die Außenspiegel mit Funktion haben. Ich denke mal, das Rangieren und alles wird dann auf alle Fälle auch nochmal sehr, sehr interessant. Denn dann können wir auch ein bisschen mehr aus der Cockpit-Ansicht rückwärts rangieren. Ich glaube, da haben wir dann noch auch ein paar lustige Momente vor uns wahrscheinlich. Ja, Solaris und Rangieren, ihr wisst, wie das ausgehen kann. Von dem Punkt her seid gespannt. Wie gesagt, vorbestellt habe ich es. Laut Amazon die Bestätigung, das habt ihr mir auch in Kommentaren schon geschrieben. Release-Datum 30.09. Ne, 30.10. so rum. Das heißt, wir hätten also jetzt noch einen guten Monat Zeit, Hagenstedt hier langsam zu einem schönen Ende zu bringen. Ich will das hier auch dann nicht wie sonst immer so absolut verhasten. Ich will mal gucken, ob wir in Hagenstedt vielleicht ja, dann noch die ein oder anderen Sachen in Ordnung bringen. Also mal testen und dann auch mal jetzt auf Erweiterungskurs gehen, damit wir frühzeitig sozusagen ein großer Landwirt werden und Hagenstedt als wohlhabender Mensch abschließen können. Wie es mit Westbridge Hills weitergeht, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, weil das mache ich dann auch abhängig davon, ob wir jetzt hier weiterkommen oder nicht. In dem Sinne, dass wir den Spielstand übernehmen können. Wenn wir den nicht übernehmen können, müssten wir eh nochmal bei Null anfangen. Und da bitte ich euch mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr denkt, ob wir dann nochmal Westbridge Hills machen sollen. Ein zweites Let's Play oder nicht. Was ich auch erfahren habe durch eure Kommentare schon ist, dass es auf alle Fälle eine abgewandelte Westbridge Hills Map geben wird. Also wäre vielleicht interessant, dort auch nochmal einzusteigen. Mal gucken, vielleicht sind die Felder anders angeordnet. Es gibt ja auch ein, zwei neue Maschinen.
Ich habe übrigens die. Moment, jetzt muss ich überlegen. Ja, ich habe die Collectors Edition bestellt. Da ist auch nochmal ein spezieller Traktor mit dabei. Das heißt, da könnten wir also sozusagen auch noch ein bisschen was machen. Da warte ich aber erstmal auf eure Kommentare. Und außerdem haben wir da ja auch noch 4 Wochen Zeit für. So, also und die 4 Wochen werden wir jetzt erstmal hier nutzen und werden hier erstmal genüsslich unser Let's Play hier weiterführen. Und ja, gucken, dass wir auch ein bisschen unsere To-Do-Liste abarbeiten. Noch ein paar Sachen entsprechend ja, durchziehen. Wir haben ja wie gesagt auch noch ein paar Mods. Da mache ich mich jetzt die nächste Woche dran. Da habe ich richtig viel Zeit, Videos zu machen. Und da möchte ich natürlich auch gucken, dass wir hier noch ein paar Mods einbauen. Außerdem möchte ich natürlich auch hier noch ein bisschen größer werden, erweitern sozusagen. Und da gucken wir mal, was wir so ja, erreichen. Wenn ihr da noch Ideen habt, oh, da bin ich jetzt blöd gefahren. Das war für die Füße. Mist, ich dachte, die Spur wäre fertig. Aber okay. Dann machen wir das jetzt anders. Dann fahren wir jetzt erstmal hier runter. Weil das dürfte, glaube ich, eh die letzte Spur hier sein. Und nehmen dann den Rest einfach vom Feld 21 noch mit auf. So, Zuckerrüben müssen wir gleich abtanken, sehe ich. Okay, das werden wir dann machen. Und ich denke mal, vom Finanziellen her wäre es ja interessant, vielleicht ja, zu überlegen, ob wir dann doch erst die na, Gewächshäuser machen. Die Gewächshäuser kosten nicht so viel, da brauchen wir nicht allzu viel. Mit dem Wasser müssen wir mal gucken. Das wird natürlich noch so ein kleiner Knackpunkt. Denn Wasser hier unten ist ja teuer. Und ansonsten können wir das nur ja oberhalb vom Feld 6 im Dorf da holen. Ne, oberhalb vom Feld 5 ist es. Da ist so ein Platz. Da ist ein Brunnen oder ein Teich oder wie man das nennen möchte. Ein Wasserbecken. Und da können wir also kostenlos Wasser abziehen. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir einfach nicht so viele Gewächshäuser. Dann brauchen wir nicht 10-mal hin und her fahren. Wenn das einmal aufgefüllt ist, dann hält das ja auch eine Zeit lang. Das haben wir in Hagenstedt schon gesehen. Das muss ja nicht jetzt alle 2 Minuten nachgefüllt werden. So, was aber jetzt gemacht werden muss, ist erstmal hier Abtankung. Deswegen fahren wir dann gleich mal dahin. Ah, der hat schon ganz schön was mitgenommen. So, da ist er. Wenn wir den gleich mal hier runtersetzen. Ah, das passt, der steht auch auf einer guten Seite hier. Und mal schauen, dass wir hier einigermaßen. Ah, das wird eng. So, ha, so klappt das. Ich hab's doch gewusst. Perfekt. Und so ist auch genug Platz, damit der Kollege weiterfahren kann. Ja, optimal. Gut, dann, wie gesagt, sozusagen Endspurt hier. Wir werden mal gucken, vielleicht schaffen wir es sogar. Oh, doch, hat er aufgenommen. Doch, ich dachte eben schon, hä? Ich war gerade kurz durch den Wind, ich habe nur auf die Prozent und nicht auf die Liter geguckt und habe gedacht, der läuft ja gar nicht. Aber wenn man genau hinhört, hört man ja auch hier unten das Geräusch der Aufnahmevorrichtung. Oh, das passt ziemlich gut. Hier ist Ende. Das heißt, dann können wir von hier aus dann im Prinzip gleich in den Kuhstall fahren. Und ich würde sagen, das Silo hier, also diese Füllmenge, die werden wir auf alle Fälle jetzt erstmal ja, nehmen für das Silo beim Kuhstall, dass wir Silage kriegen. Ja, jetzt merkt man auch, dass der Case ganz schön kämpfen muss. Heißt zwar Puma, aber im Moment eher ja, rennende Schildkröte. So, da haben wir noch einen kleinen Rest, den werden wir gleich noch mit aufnehmen. Das war das, wo ich eben so ein bisschen irritiert war. So, jetzt erstmal ab in den Stall. Beziehungsweise einmal durch Silo einfach durch. Wenn wir das von hier unten machen, sind wir oben gleich wieder am Ansatzpunkt. Ja, das müsste passen. Und die nächste Wachstumsstufe ist ja hier schon durch. Also, wir könnten theoretisch schon wieder abmähen. Aber keine Angst, wir wollen ja auch noch was anderes machen, ne? Und nicht nur mähen. So, jetzt gucken wir nochmal, wie wir das hier hinkriegen. Fahren wir mal ein Stückel zurück, weil das ist jetzt ganz schön viel Holz. Beziehungsweise Zeug, was wir da haben. Fahren wir langsam auf Stufe 1 vorwärts, dann können wir das vielleicht ganz gut abkippen. So, naja, fast die Hälfte ist weg, das heißt einmal drehen. Boah, das ist schwierig hier. Ja, man will, oder sollte eigentlich das ja mit dem Durchfahren machen. Ist ja ein bisschen einfacher. Na? Schaffe ich das? Ne, schaffe ich nicht. Okay, ich glaube, ich bin da auch eben schon dagegen gedotzt. Ha, wer hat denn da eine Laterne hingesetzt? Mein Gott! So. Ja, füllt sich so langsam. Wenn die 50.000 Liter drin sind, dann ist das eigentlich sogar mit 10% schon gut dabei. Aber ich will mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen.
Denn 300.000 Liter passen rein. Na, jetzt hängt er gerade ein bisschen hier. Wahrscheinlich am Frontgewicht. So, wieder entsprechend starten und Fahrstufe 1. Obwohl, wir können es auch anders machen. Dann haben wir das ein bisschen besser im Blickfeld. So, gehen wir hier auf die nächste. Dann füllen wir das so Stück für Stück auf, weil mit Fahrstufe 1 machen wir uns, glaube ich, hier einen Wolf. So, 52.000 Liter sind drin, das ist cool. Das ist richtig cool. Da können wir, glaube ich, noch einen reinfüllen. Dann haben wir nämlich das Gras, das gemäht, im Prinzip komplett genutzt für die Kühe. Das nächste können wir dann entsprechend auch nutzen für die BGA wieder. Weil Vorrat sollten wir dann genug haben. So, Fahrstufe 2 und einschalten. Und dann werden wir jetzt hier mal die Reste einsammeln. Mal gucken, wie viel das gibt. Also ich denke mal, einen Wagen müssten wir ja noch vollkriegen damit. Das sollte eigentlich noch hinhauen. Hoffe ich zumindest mal. Dann könnten wir das Kuhsilo noch richtig schön voll machen. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. So, die Ernte oben mit den Zuckerrüben geht gut weiter. Dauert allerdings ein bisschen, weil, also kommt einem so vor, als ob es dauert, muss man dazu sagen. Dauert nicht wirklich, denn die Sache ist ja die, der hat ja einen unheimlich großen Tank, ein riesen Fassungsvermögen. Und von daher kann der natürlich eine große Menge Feld abernten, bevor wir den abtanken müssen. Ist in dem Punkt praktisch, dass wir uns nicht dauernd um den Helfer kümmern müssen. So, und wenn das jetzt gleich durch ist, dann wie gesagt, das werden wir heute nicht mehr schaffen, das machen wir in der nächsten Folge dann. Werden wir mal gucken. Vielleicht fällt 16 schon wieder einsehen. Da müssen wir ja auch mit Grupper und dann Seemaschine durch. Und vielleicht dann auch ein bisschen verkaufen, dass wir mit Geld vorankommen. Denn dann können wir uns eventuell schon die nächste Anschaffung bald holen. Wir haben ja noch ein paar Liter da, dann dürften wir so, denke ich mal, wenn wir unseren Vorrat für die große Nachfrage behalten, bei ca. 200.000 Euro sein. Das sollte eigentlich komplett ausreichen, damit wir ein paar Gewächshäuser aufbauen können. Ja, dann verdienen wir da regelmäßig Geld. Die ja, zu mähende Fläche auf der Wiese wird ein Ticken kleiner, das stört uns aber nicht. Wir haben ja mehr als genug zur Verfügung. Von dem Punkt tut das nicht weh. Aber das mit dem regelmäßigen Einkommen ist natürlich schon ein Vorteil. Und wir haben zusätzlich nochmal die Möglichkeit, den Mist einzusetzen. Den setzen wir jetzt auch in der nächsten Folge wahrscheinlich ja schon wieder zum Düngen beim Feld 16 ein. Da können wir ja den Miststreuer schön benutzen, aber bei so vielen Kühen, oh Backe, ja. Also ich glaube, das kriegen wir nie richtig aufgebraucht, außer wir würden mit dem kleinen Miststreuer im Prinzip die großen Felder düngen, aber nee, das mag ich nicht. Das ist zu viel Fahrerei, das muss nicht wirklich sein. Dafür haben wir ja den Gülletank und die Kühe. Da können wir übrigens mal schnell reingucken. Schauen wir mal, wir haben schon wieder über 100.000 Liter Gülle produziert. 300.000 Liter sind an Mist drin. Also da haben wir sozusagen Vorrat auf Lebenszeit. Ich glaube, da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen mehr zu machen. Ansonsten schaut es gut aus. Wie gesagt, Silage sind wir dran. Stroh, ja, Stroh würde ich fast sagen, könnten wir uns vom Feld 15 dann nehmen. Da haben wir ja dann die Möglichkeit, wenn wir dort entsprechend auf dem 15er Feld die Gerste einsammeln, dann werden wir den Strohhäcksler ausschalten, können das auch im großen Ladewagen aufnehmen und dann nochmal richtig auffüllen. Stroh brauchen die Kühe ja zum Glück nicht allzu viel. Also von dem Punkt her sind wir da sehr genügsam und den Rest kippen wir einfach wieder in die BGA. Bringt ein bisschen Gülle, bringt ein bisschen Geld, da haben wir alle was von, ne? Und tun was Gutes für die Welt. So oder so ähnlich. So, und hier haben wir jetzt die letzten Reste. Das finde ich klasse, das kriegen wir heute noch unter. Dann haben wir endlich diese Grasgeschichte hinter uns. Sofern ich jetzt alles richtig aufsammeln würde. Na, gucken wir nochmal, hier haben wir jetzt noch einen Rest. So, dann können wir das noch mitnehmen. Naja, gut, also ein halber Ladewagen ist es noch so circa geworden. Doch kein ganzer mehr. Habe ich wohl ein bisschen überschätzt mich. Aber ist ja auch kein Problem. Aber die ganz kleinen Flecken lasse ich aber liegen. Das können wir dann beim nächsten Mal mit aufnehmen. Da schwaden wir ja sowieso nochmal. Ne, schwaden wir nicht, aber ich glaube, da kriegen wir die Schwaden so gelegt, dass wir dann kein Problem haben. So, dann sollte es das sein. Wir fahren jetzt noch einmal durch Silo durch. Wir werden mal gucken, dass wir das hier noch fertig kriegen. Dann können wir das morgen nämlich auch gleich verdichten hier. Da müssen wir einen kleinen Ausflug mit dem Radlader machen. Den haben wir noch drüben bei der BGA stehen. Ist aber soweit erstmal gar kein Thema. Der Maxtron ist fast voll, das ist perfekt. Das ist richtig gut.
So, und jetzt haben wir ja nicht mehr allzu viel. Ich hoffe, der kommt da jetzt vorwärts und bleibt nicht hängen. Ja, das sieht gut aus. Weil das ist ja ein bisschen kleiner, das Ganze. So, dann werden wir hier jetzt mal ein bisschen abkippen. Und schauen, dass wir das hier so ein bisschen noch verteilen da drin. Dass wir ungefähr eine Höhe haben, dann ist das mit dem Verteilen.